Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Spider-Man. Ich bin Sam Simafex und wir versuchen hier gerade das Portal wieder dazu zu bringen, dass uns Spideys wieder in ihre jeweiligen Welten zu kommen. Beim letzten Mal haben wir die Batterie beschafft und nun kommen erstmal wieder Leute, die irgendwie nicht wollen, dass wir das Portal benutzen. Das finde ich echt nicht nett von euch, Mann. Man muss nicht immer so gemein sein, nur weil man hier, weil man gegen andere Menschen ist. Und besonders, es gibt euch nicht das Recht, irgendwelche merkwürdigen Portalknarren zu holen, Mann. Ganz und gar nicht, Mann. Wabam! Voll uneffektiv, Mann. Aber was denn? Mir fehlt so ein Ground Pound Move. Es muss in jedem verdammten Spiel, wo man irgendwo hüpfen kann, einen Ground Pound Move geben. Und irgendwie gibt es den hier nicht vernünftig. Das heißt, muss ich eigentlich machen, das Ausweichen und 3 Count. Weil Viereck ist zu schwach. Und dann bekommen wir nicht durch die Abwehr durch von denen. Drr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 r
Ich weiß leider mal. Komm. Shadows, genau. Ich überlege mal, wann es gibt zu viele Spider-Man-Spiele. War wirklich, also, besonders wenn es ums Gameplay geht, schon mal einiges cooler, Mann. Es hat halt, wie gesagt, die unterschiedlichen Spider-Mans-Spiele gegeben. Und in keinem war es wirklich so wie hier jetzt aktuell, dass man wirklich eigentlich nur halt aufs Beste mal gehofft hat und drauf gesmashed hat, Mann. Weil ihr seht ja, wir kämpfen jetzt nicht richtig effektiv, Mann. Wir hauen halt einfach mehr oder weniger einfach drauf und hoffen aufs Beste. Aber es ist halt auch wirklich die effektivste Methode, weil du kannst halt einfach bei der Gegnermasse einfach nicht richtig sinnvoll kämpfen. Weil wenn ich jetzt hier versuche, ich meine, ich kann schon effektiv aufweichen und so, aber es ist viel leichter, wenn ich einfach hier wirklich immer L2 drücke, meinen schönen Ausweichmove mache und fertig, Mann. Und der Vorgänger, da war es ja das Coole daran, dass du halt eben diese unterschiedlichen Spider-Man hattest und die sich wirklich anders gespielt haben. Aber es ist halt auch echt dumm, weil man hat sich halt auch wirklich mit Spider-Man 2099 und dem Ultimate, dem Amazing, sorry, den Ultimate gab es ja auch, halt auch im Endeffekt die mehr oder weniger langweiligsten Spider-Mans ausgesucht, weil die bestehen ja eigentlich nur aus Kloppen. Der Ultimate Spider-Man hat halt immer einen Venom-Anzug, was ihn ganz cool gemacht hat. Aber hier hat man das ja auch nicht. Ich meine, okay, diese Flugabschnitte sind nett. Die haben im Vorgänger besser funktioniert. Und in Star Wars The Force Unleashed 2, wer das gespielt hat, gab es ja auch. Da haben sie noch ein Stückchen besser funktioniert und sahen auch epischer aus. Und man konnte so coole Lichtwellen runterhauen. Boah. Oh, verdammt. Ich bin immer geneigt, nach hinten zu drücken, aber ich muss ja nur einen Kreis drücken. So. Ich habe übrigens keine Ahnung, wo ich lang gehen muss, aber es scheint richtig zu sein. Oh, Lüftungsschacht. So. Naja, und wie gesagt, es fehlt halt einfach so ein bisschen an der Abwechslung, weil es ist halt wirklich einfach nur Prügel, Prügel, Prügel. Haha, kannst du mir nicht erwischen. So, ja, du bist ja nicht gestorben, Petey. Nur fast. Naja, ich weiß ja nicht, was ihr darüber denkt, aber es ist halt meine Meinung. Das Spiel hat auch deutlich schlechte Kritiken abbekommen als der Vorgänger. Also, Spider-Man-Spiele haben meistens eher mittelmäßige Kritiken bekommen, außer natürlich das neue Spider-Man. Das hat Gottgleiche bekommen, aber das ist ja auch wirklich eines der besten PS4-Spiele und generell besten Superhelden-Spiele und eigentlich generell besten Action-Spiele der letzten Jahre. Bist du böse? Du bist böse. Ich hab doch keine Angst vor dir. So. Ach, das ist das Spielchen wieder. Oh, die Tür sieht gut aus. Hallo. Soll ich dramatisch und episch ausweichen? Dramatisch und episch ausgewichen. Voll cool. Hä? Wann denn gelangt? Definitiv dramatisch und episch ausgewichen. So. Naja, wie gesagt, und das sieht man schon, wieso es ist. Weil es ist halt wirklich einfach nur Prügel, 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 Prügel. Man freut sich eigentlich auch hin und wieder, wenn man sich nicht prügeln muss, weil, ja, es ist halt einfach nicht so spannend, sich die ganze Zeit konstant durchzuprügeln. So ein paar, ja, ich weiß nicht. So ein paar coole Fähigkeiten oder so, oder zumindest coole Gegner würden das schon helfen. Also besonders jetzt zum Beispiel der Kampf gegen Venom, auch wenn er ein bisschen nervig war, war eine coole Abwechslung. Also, hat mir gut gefallen. Oh nein. Und eigentlich diese Abschnitte, ich meine, sie sehen ja richtig episch aus, Mann, aber sie sind halt echt ein bisschen zu schwer für meinen Geschmack. Ich meine, das sollen so nette Abwechslungen sein, so wie es halt in im ersten Teil war. Sind wir auch hin und wieder mal gestorben, aber. Aber schau dich an, Mann! Alter, Mann, das ist. Das ist für meinen Geschmack einfach zu schwer. Ich habe jetzt einmal gerade geblinzelt, Mann, und. Das ist der Dank. Ja, okay, Augen. Nicht mehr blinzeln. Schau dich an, Mann, das ist doch. Ah, das muss man doch nicht so schwer machen, Mann. Kann man viel leichter machen. Okay, die Türen gehen wieder zu. Aber nur in der Mitte bleiben. Nicht bewegen. Nur in der Mitte bleiben. Genau. Passt. Ich hab's wieder nicht geschafft, also
Von der Kamera sieht es immer so aus, als würde er es nicht schaffen, aber er schafft. Aber okay, die sind besser, weil der erste Abschnitt, der hat ja echt ewig gedauert. Mit ewig vielen Checkpoints. Was? Achso. Closed door again. Anthony locked the switches nearby this time too. So. Wartet, ich möchte hoch, ich möchte hoch. Komm, schwing dich da hin. Genau. Panzertüren regeln. Okay, nichts leichter ist das. Wo ist die Tür? Komm. Bist du die Tür? Dann Tür müssen wir die aufmachen. Schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Da oben müssen wir lang. Okay, dann gehen wir halt erst da oben lang. Hallo? You've got to be kidding. Where's that pass? Zack, es ist leider nicht mehr so leicht, Spidey. Was, wie gesagt, auch im ersten Teil einfach geil war, waren halt einfach die Bosse, Mann. Es war halt wirklich cool, dass es halt immer ein Level gab, was halt wirklich immer, einen Ton hatte. Und dann einfach, bist du in eine komplett andere Welt gegangen. Und es war halt einfach geil, Mann, weil du halt so viel Abwechslung hast. Ich weiß noch, das erste Level mit diesem Dschungel, wo man Craven hatte. Später dann gegen Vulture und all die ganzen coolen Gegner, Mann. Besonders das Highlight war halt einfach, wo man dann gegen Deadpool gekämpft hat, was einfach so cool war. Weil ich halt auch einfach nicht mehr damit gerechnet habe, wo er diese riesige Ölplattform hatte und da also sein Spiel da gemacht hat. Aber hier, ich meine, man kämpft halt immer gegen die gleich aussehenden Gegnern, immer den gleich aussehenden Dingern, weil ich meine, man hätte halt immer zumindest das hier ein bisschen cooler machen können. Also, dass man halt sich nicht immer durch die Firma kämpft, sondern dass man zum Beispiel durch die Stadt irgendwie sich bewegen muss. Aber nee, wie gesagt, man ist immer irgendwie an denselben Locations. Und dann muss man Schlüssel suchen und dann geht's halt weiter. Es ist halt einfach schade, Mann, weil, wie gesagt, der Vorgänger hat ja eigentlich gezeigt, wie gut man es bei dem Spiel machen kann. Und wie man, ich sag jetzt mal, doch mit dem simpleren Gameplay, weil der Vorgänger hat jetzt auch nicht unbedingt ein Oscar-reifes Gameplay gehabt. Also vergleicht es jetzt mit dem aktuellen Spider-Man, das in der Welten dagegen. Und das aktuelle ist halt auch einfach besser. Aber nichtsdestotrotz, es hat Spaß gemacht. Und hier, also ich meine, man kann schon spielen, man ist jetzt auch nicht scheiße, würde ich jetzt nicht sagen. Also es ist auch, es hat auch jetzt nicht so hart unfaire Stellen, sowas wie Spider-Man 3 zum Beispiel, wo halt einfach Stellen waren, die halt einfach so bullshit schwer waren, diese Ninja-Typen, man, der Grund, wieso ich mich freue, dass ich auf dem PC gespielt habe und cheaten konnte. Fuchsker-Kombo, komm. Kein Fuchsker-Kombo doch. Hallo, wo bist du? Yeah. Okay, gut. Weiter. Und einen Schlüssel brauchen wir noch. Naja, wie gesagt, das ist mein Gedanke. Ihr könnt ja auch gerne sagen, was ihr davon haltet. Aber ich muss immer sagen, dafür gibt es echt ein Lob für die Prämisse am Anfang des Spiels, Mann. Also wirklich, das Spiel beginnt halt einfach damit, Spider-Man stirbt. Und Spider-Man aus der Zukunft kommt zu spät, um ihn zu retten, Mann. Und trägt dann seine Leiche da hier in dem scheinbar hier weg. Also das war wirklich eine verdammt geile Ausgangssituation. Das muss ich aber schon mal hier lobend erwähnen bei all der Kritik, Mann. Und was auch schön ist, Mann, auch wenn es hier alles halt hektisch im Gameplay ist, es sieht ganz cool aus. Also besonders halt hier mit Spider-Man 2099, das sieht das halt echt optisch schon ganz cool aus, Mann. So. Und ihr wisst ja, Leute, Lizenzspiel, man muss sich mit dem zufrieden geben, was man hat. So, aber zum Beispiel das da. Allein der Move, der sieht schon so cool aus, Mann. Weg da. Ich brauche keine Upgrades. Ich bin upgrade-los. Hallo? Wo ist das Terminal? 1, 2, 3, komm. Damn. O'Hara, if you're working with the tentacles to convince me that 2099 sucks, then mission accomplished. Anxious to come home? Well, so am I. Okay, Leute, es geht wieder los, Mann. Ja. Wer baut solche Anlagen? Für was ist denn das gut? Das muss ich nicht verstehen. Nein. Okay. Alter, ich habe jetzt gar nicht mal gesehen, wo ich durchgehe. Immer ist die Musik episch. Ich will mich an der Nase kratzen. Aber schau an, das ist halt immer geil, Mann. Das sieht optisch richtig cool aus. Und Leute, man muss ja nicht immer ausweichen, Mann. Das langt ja einfach mal, wenn man ein paar geile Screens hat, Mann, und sehen kann, wie cool es ist, wenn man so durch die Gegend hüpft, Mann. Das langt doch, oder? Man braucht nicht immer super Herausforderungen. Es kann einfach mal cool aussehen und einfach mal Spaß machen, oder?
Bombe! Scheiße. Ja, genau! Genau, Mann! Schieß durch! Es sieht halt einfach so cool aus, wenn er dann beschleunigt, Mann, aber es ist eigentlich keine gute Idee, Mann. Es ist generell nie eine gute Idee, diese Beschleunigung, weil ich meine, ihr seht, er füllt sich das Leben hier auf. Aber schau ich an, das sieht so cool aus, wenn er dann hier Top Speed gibt, Mann, und damit voller Wucht darunter zischt, Mann. Das macht halt echt Laune, Mann. Aber durchhauen, Mann. Okay, das ist entspannte Laune. What's the story? I'm almost to the archives. Almost won't stop these freaking tentacles. Reboot the gateway, would you please? Working on it. Okay, Alchemax Computer benutzen. So, schau mal, was ist da oben? Irgendwas piept. Irgendwas piept. Ich mag es nicht biepen. Aber Leute, das war jetzt ein cooler Abschnitt, Mann. Der hat mir jetzt gefallen vom Fallen, weil der war jetzt nicht so ultra schwer und am Ende konnte man einfach so mit voller Wucht durchschießen, Mann. So sollten die Abschnitte immer sein. A voice-coded door. Miguel O'Hara, 5249. Access denied. Figures. Parker, change in plan. Counsel, please. I can't access the archives on this end, but you can on yours. I'll guide you to the archive room, and you can give me the information I need. The archives room? That would be handy. I could look up the people I love and keep them out of danger. Don't you dare poke around in there, Parker. You've already seen the dangers of screwing with the past. Learn from the mistakes instead of repeating them. Fine. Attention, security. Intruder must be neutralized. Seit wann bin ich ein Eindringling? Ich dachte, ich wäre hier ein geladener Gast, Mann. Was ist denn das für ein Schmarrn? Hier ist irgendwo eine goldene Spinne und ich sehe sie schon wieder nicht. Goldene Spinne? Ja, die wird ja irgendwo in dem Raum drin sein. Kann hier bitte mal jemand aufmachen? Nicht? Okay, dann nicht. Naja, dann werden wir wahrscheinlich gleich wieder unseren Spidey in der Zukunft aus der Vergangenheit übernehmen. Und schauen, was der so Schönes treibt. Der Move ist aber so nett, Mann. Der ist so cool, Mann. Zack. Schau dir an, das ist so geil, der Move, Mann. Wow. Okay, komm, schieß. So, einmal frei. Muss man das Ding kaputt machen? Kann man das Ding kaputt machen? So, okay. Irgendwas haben wir kaputt gemacht. O'Hara, the walls are closing and there's no way out. Now would be a good time to pull that quantum causality thing. I don't know what to do. You're in a better position than I am. If I can find the architectural plans, make some changes, but I'll need a computer for that. Then find one. Okay, Pili, lass dir noch ein bisschen Zeit. Ich muss hier nämlich eine goldene Spinne suchen. Und dann geht's beim nächsten Mal wieder weiter mit Spider-Man Edge of Time. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.